Willkommen zu einem neuen Lesevlog. Ich weiß nicht genau, wie lange dieser Lesevlog gehen wird, denn wie ihr hört, bin ich etwas krank. Nach der USA-Reise hat es mich jetzt irgendwie erwischt. Wir haben jetzt Freitagabend. Ich habe einen ziemlich stressigen Tag hinter mir. Ich habe mich jetzt in mein Bett eingekuschelt und werde jetzt gleich ein bisschen lesen. Denn auf Instagram wurde von Theresa von Bookslove128 wieder ein Lesemarathon angekündigt und ich dachte, ich filme mal wieder ein bisschen mit und versuche mal wieder ein bisschen mehr zu lesen, weil ich ja in den letzten 2 Wochen echt überhaupt nicht zum Lesen gekommen bin. Ich lese momentan Be With Me von Jaylin, bin da gerade auf Seite 177. Ja, es gefällt mir ganz gut, ist jetzt irgendwie noch nichts Krasses, ich weiß nicht, also teilweise habe ich jetzt schon überlegt, ob ich es vielleicht pausiere oder abbreche und was anderes lese, weil ich irgendwie gerade gar nicht so in der Stimmung bin. Aber gestern Abend war es dann doch ganz gut und spannend und ich habe ziemlich viele Seiten am Stück gelesen. Deswegen dachte ich, versuche ich es jetzt einfach nochmal ein paar Seiten lang und entscheide dann. Hier geht es ja um Theresa und sie war mal Tänzerin. Ihr Traum ist dann aber sozusagen ein bisschen geplatzt durch eine Verletzung und sie geht ans College, um ihren Abschluss zu machen für ihren Plan B sozusagen. Da trifft sie nicht nur auf Cam, sondern auch auf dessen besten Freund Jace, der Theresa den eines unglaublichsten Kurs gegeben hat, den die Welt je gesehen hat. Danach hat er allerdings kein Wort mehr mit ihr gesprochen und auch jetzt will er ganz offensichtlich nichts mit ihr zu tun haben. Nur warum brennt sich sein Blick dann immer noch so tief in ihr Herz? Ich fand, der Klappentext hat super geklungen, nur bin ich irgendwie gerade einfach nicht so in der Stimmung. Also ich bin noch nicht so in der Geschichte drin. Vielleicht, weil ich es auch schon eine ganze Weile jetzt lese, durch den Urlaub auch einfach nicht dazu gekommen bin. Und ja, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich aber nicht der perfekte Zeitpunkt. Aber ich versuche es ja trotzdem erstmal weiter. Gestern Abend habe ich eine Stelle gelesen. Da kam so ein bisschen ein Twist in der Handlung, den ich echt null erwartet hätte. Also warum Jace sich hier ein bisschen von Theresa entfernt oder, sage ich mal, auch fernhält, hat nicht nur mit dem Bruder zu tun, sondern auch mit einer anderen Sache. Und damit hätte ich echt null gerechnet. Ich war komplett geflasht und musste dann erstmal weiterlesen. Das muss ich dem Buch zugutehalten. Davon hätte ich echt nichts erwartet. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Mal sehen, wie sich das jetzt auswirkt. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal lesen. Es ist gerade Freitagabend um 20 Uhr. Und ich würde sagen, ich melde mich dann, wenn ich ein bisschen weitergekommen bin. Das Wochenende über habe ich echt kaum was gelesen. Heute ist nämlich schon Montag, auch wenn der Lesemarathon war sozusagen. Aber wie ihr es an meiner Stimme hört, bin ich irgendwie echt krank geworden. Also ich habe irgendwie nur Schnupfen und ich bin halt irgendwie erschöpft. Jedenfalls habe ich einfach nicht so viel gelesen, weil ich irgendwie einfach erschöpft war. Und genau, aber heute und Sonntagabend ging es mir dann irgendwie schon wieder besser. Ich höre mich zwar noch sehr verschnupft an, aber ich habe auf jeden Fall einiges gelesen. Und zwar bin ich jetzt fast durch in Be With Me. Ich bin nämlich jetzt gerade auf Seite 390. Ich glaube, das Buch hat 430 Seiten, also mir bleiben noch 40 Seiten. Und das Buch hat eine Wendung genommen, oder besser gesagt auch mehrere Wendungen, die ich null erwartet hätte. Also einmal, was Jace betrifft, dann aber auch, es geht ja hier um Theresa und Theresa ist in einem College-Zimmer mit Debbie. Was Debbie betrifft, ihren Handlungsstrang, ich bin absolut fasziniert und komplett unerwartet getroffen worden. Also der Handlungsstrang hat mich wirklich so umgehauen irgendwie und das war alles so interessant. Also die letzten 100 Seiten, 200 Seiten, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, waren wirklich richtig, richtig gut. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass dieses Buch auch irgendwie so eine ernste Seite anschlagen wird. Und die Themen wurden für mich wirklich sehr gut behandelt, sehr gut nachvollziehbar behandelt und irgendwie auch so ein bisschen mit so ein bisschen Thriller-Effekt fand ich jetzt zum Ende hin. Also wirklich, dieses Buch hat irgendwie so viele Aspekte jetzt angesprochen und behandelt, die ich absolut nicht erwartet hätte von dem Buch. Deswegen bin ich mittlerweile absolut überzeugt, obwohl ich muss sagen, die Liebesbeziehung zwischen Jace und Theresa jetzt für mich nicht zu 100% im Vordergrund steht, was ich absolut mag, muss ich sagen. Aber
die beiden werden für mich einfach nicht so ein Pärchen sein, an das ich mich, glaube ich, jetzt immer erinnere. Auf jeden Fall finde ich das Buch eigentlich richtig unterhaltsam und ich werde jetzt erstmal den Rest lesen und dann mir mein nächstes Currently Reading raussuchen. Ihr werdet es dann sehen und ich melde mich dann nochmal. So, als nächstes habe ich mir überlegt, dass ich mit Oathfest Throne of Glass Reihe weitermache. Und zwar mit Teil 5, die Sturmbezwingerin. Hello, jetzt wieder mit Gesicht. Ich habe gestern Be With Me von Daylin beendet. Ich würde dem Buch jetzt 4 Sterne geben. Übrigens, nicht wundern, meine Stimme ist angeschlagen. Also mir geht es an sich wieder gut, aber meine Stimme, da hatte sich jetzt so, nö, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich würde dem Buch 4 Sterne geben. Ich hätte nicht erwartet, dass es in diese Richtung geht. Also ich habe ja schon gesagt, dass es eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat, die ich dachte. Also zumindest so teilweise so bezogen auf Nebencharaktere, was ich mega gut fand. Weil ich muss sagen, ich mag Jace und Theresa wirklich sehr, aber mich hat das alles nicht ganz so bei den beiden mitreißen können. Teilweise schon, aber irgendwie eben dann wieder nicht so. Aber alles in allem, die Geschichte von Jace und Theresa, die Geschichte der Nebencharaktere, da will ich auch nicht so genau eingehen. Aber lest euch hierzu unbedingt eine Triggerwarnung durch. Auf jeden Fall Triggerwarnung zu bestimmten Themen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr mich auch auf Instagram anschreiben oder in den Kommentaren. Aber da am besten nicht, weil ich will niemanden spoilern. Deswegen einfach eine Privatnachricht. Aber genau, ansonsten mochte ich den zweiten Band sehr. Ich habe noch ein bisschen was anderes erwartet, aber wurde jetzt keinesfalls enttäuscht. Genau, und dann habe ich schon gesagt, habe ich mit Throne of Glass angefangen, dem 5. Teil. Ich bin jetzt mittlerweile auf Seite 100 genau angekommen. Hier ist übrigens ein Marker drin, weil ich heute eigentlich 200 Seiten lesen wollte. Ich habe noch ein ganzes Stück vor mir. Wir haben jetzt nämlich, glaube ich, schon so 18 Uhr oder 6:30 sogar schon. Aber ich muss sagen, dass mir der Einstieg erstaunlich leicht gefallen ist. Ich habe irgendwie Aelin und Rowan so vermisst und generell alles irgendwie. Also ich freue mich einfach auf jede Veränderung und Handlung, die jetzt mit dem 5. Teil kommen wird. Es gab jetzt hier schon ein paar Punkte, die mich irgendwie schon wieder traurig gemacht haben. Vor allem, wie Aelin irgendwie ein bisschen behandelt wird von anderen Leuten. Da will ich aber jetzt nicht zu genau eingehen, weil ich werde halt super viel spoilern, wenn ich hier irgendwie näher zum Inhalt vom 5. Teil eingehe. Aber trotzdem hatten die halt so ein Gespräch mit anderen, um sich zusammenzuschließen und das war halt wirklich echt erniedrigend und habe ich so mitgefühlt. Und danach musste Rowan dann sich sozusagen wieder von ihr trennen. Also er geht jetzt wieder andere Wege, um was anderes zu erledigen. Und warum? Ich finde das immer, weiß nicht, extrem traurig. Also ich freue mich wieder auf den Moment, wenn wieder alle Charaktere zueinander finden. Aber für die Geschichte müssen sie eben wieder getrennte Wege gehen, um die Handlung, sage ich mal, wieder auf Fahrt zu bringen. Aber generell bin ich sehr gespannt, wie der Teil ablaufen wird. Und ich habe hohe Erwartungen, freue mich aber genauso sehr drauf, jetzt weiterzulesen. Ich bin gerade auf Seite 162. Ich wollte heute eigentlich bis mindestens Seite 200 kommen. Aber es ist jetzt schon 11:30 und ich bin absolut müde. Was ich aber sagen muss, es macht mir mega Spaß, das Buch zu lesen. Bin sehr glücklich drüber. Ich wollte euch nochmal kurz zeigen, ich benutze gerade dieses Lesezeichen. Das habe ich mir in L.A. in Barnes & Noble gekauft. Und es ist so wunderschön, ich bin absolut verliebt. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch das Kapitel zu Ende lesen und dann gehe ich auf jeden Fall schlafen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal für diesen Lesevlog was gefilmt habe. Entschuldigt auch mein Aussehen. Ich komme gerade vom Spazieren und ich habe mir gedacht, dass ich mich jetzt nochmal kurz hinsetze. Ich habe zwischendurch öfter überlegt, ob ich den Vlog einfach abbreche und lösche. Aber gleichzeitig dachte ich mir, dass auch schwierige Phasen im Leben etwas sind, worüber ich mit euch reden kann. Wer mir auf Instagram folgt, weiß es
wahrscheinlich schon seit einer Weile. Ich weiß gar nicht, wann der Vlog jetzt online kommen wird, irgendwann mal. Aber wir haben jetzt den 9. Oktober, es ist Sonntag. Und am Freitag mussten wir unseren Kater Sammy einschläfern lassen. Aber ich wollte auch nicht einfach weitermachen irgendwie, auch wenn er vielleicht nur manchmal ein Teil des Videos geworden ist, also von irgendeinem Lesevlog oder so. Und er nicht wirklich Teil dieses Kanals war, aber für mich und mein Leben war er meine ganze Welt. In der ganzen Zeit habe ich wirklich nichts gelesen. Ist auch irgendwie so sehr irrelevant für mich gerade. Aber trotzdem ist es mir jetzt wichtig, hier weiterzumachen, auch wenn ich einfach darüber nochmal kurz hier reden wollte. Aber ich dachte, dass vor allem zwischendurch Ablenkung ganz gut tut. Ich versuche momentan einfach ein bisschen wieder ins Lesen reinzukommen und in andere Welten abzutauchen. Ich lese auch momentan immer noch Throne of Glass, den 5. Band. Bin jetzt mittlerweile ein Stück über die Hälfte bei Seite 455. Ja, soll ich dazu sagen, irgendwie passt dieses Buch gerade nicht ganz so gut, finde ich. Also es gibt mir sehr komische Vibes, also irgendwie so traurige Stimmungen. Irgendwie sind alle Charaktere momentan sehr doof gestimmt und diese ganze Situation ist in Throne of Glass gerade ein bisschen doof irgendwie. Deswegen überlege ich momentan, ob ich irgendwie zwischendurch was anderes lese. Aber mal gucken, ich werde da heute auf jeden Fall noch ein Stück dran weiterlesen wahrscheinlich und mal schauen, was da noch so kommt. Weil ich habe jetzt irgendwie auch auf TikTok ein Video gesehen, wo jemand darüber gesprochen hat, dass das sehr traurig sein soll oder sein wird noch. Und ich habe das Gefühl, ich spüre das schon so richtig. Also die Autorin baut das sehr doll schon auf, finde ich. Und beim Lesen fühlt man sich halt irgendwie dann in dieser Fantasy-Welt irgendwie auch noch traurig. Morgen fängt für mich auch wieder die Uni an. Deswegen habe ich heute nochmal versucht, Energie zu tanken und ja, dann geht's wieder morgen los mit dem Alltag und allem drumherum. Ich werde mal schauen, wie weit ich damit komme. Wir bleiben ja hier immer noch 400 Seiten. Das ist wirklich ein riesiges Buch. Dann ist letztens noch Sadie von Courtney Summers hier angekommen. Das lese ich ja für den Buchclub von Joanna. Ja, ich wollte dann eigentlich auch weiterlesen, aber es geht hier auch um ein Mädchen, was verschwunden ist und jemand, der halt darüber einen Podcast macht. Und es geht da auch eben um Sadies Schwester Mattie, die ermordet aufgefunden wurde. Und auch hier auch wieder irgendwie so ein eher trauriges, schlimmes Thema. Und deswegen gerade keine Ahnung, ob es jetzt momentan so gut passt. Ich muss mal irgendwie den nächsten Tag mal wieder reinlesen und gucken. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself. Es ist gerade so schönes Licht, aber ich wollte euch ein kurzes Update geben und zwar bin ich bei Seite 704 in Throne of Glass, dem 5. Teil. Ich habe das Gefühl, ich komme echt null voran leider. Ich hatte jetzt letzte Woche die ganze Zeit Uni und habe halt ja, am Nachmittag eben ein bisschen gelesen und am Wochenende zum Beispiel. Aber ich komme einfach momentan zu nichts, weil wir auch nebenbei noch die Wohnung renovieren. Also unsere neue Wohnung. Deswegen sind wir da momentan zeitlich sehr eingespannt. Aber ich, wie gesagt, habe jetzt eigentlich nur noch 150 Seiten oder 130 Seiten sogar nur noch. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie Sarah J. Maas es schafft, so Handlungsstränge von den ersten Teilen in so einer langen Reihe aufzugreifen und wieder mit in die neue Handlung sozusagen einzubauen. Und man ist immer wieder geflasht von irgendwie Sachen, an die man sich irgendwie nur noch so düster erinnert und an die man irgendwie überhaupt nicht mehr gedacht hatte. Aber sie bringt sie wieder auf und lässt sie irgendwie so gut in die Handlung mit einfließen. Und man denkt sich die ganze Zeit einfach nur so, wie zur Hölle schafft diese Frau das? Also sie ist wirklich für mich die absolut beste Fantasy-Autorin, die ich kenne.
Also wie gesagt, nur die ich kenne. Ich habe natürlich noch nicht alle Fantasy-Autoren der Welt gelesen und mag natürlich zum Beispiel auch Holly Black oder so sehr, sehr gern oder auch Jennifer Armentrout. Aber Sarah J. Maas schafft es irgendwie so ganz besonders, eine Riesenwelt aufzubauen und ich bewundere das einfach nur so sehr. Und jedes Mal, wenn ich ihre Bücher lese, denke ich mir einfach nur so, wo nimmt sie das alles her? Wie gesagt, ich mag die Geschichte total gerne. Es ist jetzt aber nicht so, dass mich der Band total flasht. Ich bin gerade momentan noch am Überlegen, so von der Handlung her und alles, was so passiert, ist es für mich bis jetzt eigentlich der beste Teil, obwohl ich den vierten Teil schneller verschlungen habe, weil ich ihn einfach irgendwie packender, greifender und schneller halt irgendwie fand von der Handlung her. Aber hier alleine Elite und Lorcan, wie man die sozusagen ein bisschen verfolgt hat und ihre Geschichte einfach von den beiden, ich habe mich absolut in die verliebt und in deren Handlungsstrang. Die beiden zusammen hat man ja vorher nur in dem vierten Teil einzeln kennengelernt. Dort mochte ich die auch schon, aber irgendwie jetzt in diesem Teil ist noch was ganz Besonderes. Auch Menon, zum Beispiel Dorian, auch aber ganz normal Aelin, Rowan, sogar Adian und Lysandra, ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Ich habe mich absolut alle Charaktere gefühlt verliebt und ich mag die Reihe auf jeden Fall sehr. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich wurde jetzt in letzter Zeit schon öfter gefragt, ob man nach Band 3 noch dranbleiben soll. Und ich würde sagen auf jeden Fall ja, wenn einem dann die Reihe nicht so gefällt, weil es sind schon lange Bücher und es ist auch irgendwie gefühlt eine lange Reihe. Dann würde ich sagen, vielleicht lohnt es sich nicht so, aber ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt. Auch wenn es halt wirklich eine krasse Fantasy-Geschichte ist, die über Ewigkeiten gefühlt aufgebaut wird. Ich werde jetzt weiter einen Schrank streichen und ich habe mir nämlich Bookbeat wieder runtergeladen und werde da jetzt gleich das Hörbuch dann zu Throne of Glass weiterhören, weil ich möchte damit endlich fertig werden und mich dann auf andere Bücher konzentrieren. Denn ich lese dieses Buch schon sehr lange, leider, obwohl es mir wirklich gefällt. Und ich hoffe einfach, dass ich es vielleicht heute oder morgen beenden kann. Aber es gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe es beendet. Und das muss ich erstmal verdauen. Okay, Planänderung. Ich habe mir jetzt etwa 20 Minuten Zeit gegeben, um dieses Ende zu verdauen. What happened? Was tut diese Autorin uns an? Ich dachte mir jetzt, bevor ich das Buch jetzt wegstelle, rede ich doch jetzt schon drüber. Ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Ich habe mich schon so ein bisschen spoilern lassen. Also nicht wirklich, was am Ende jetzt passiert, sondern etwas, was ein Charakter sagt. Ist auch wirklich nur ein Satz, der auf eigentlich so ziemlich viele Leute dort hätte passen können. Aber ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit gehofft, dass es nicht diese Personen betrifft. Wenn man auf TikTok unterwegs ist und so, auch auf Instagram, dann kommt man nicht an diesem Satz vorbei, der hier am Ende dieses Teils vorkommt. Und er hat mir das Herz gebrochen. Warum? Warum macht man das? Ich fühle mich irgendwie, ehrlich gesagt, sehr schlecht. Nein, Spaß. Also das Buch hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Vor allem jetzt die letzten 100 Seiten, sage ich mal. Die letzten 50 Seiten waren gefühlt eine Qual. Aber ja, ich will ehrlich gesagt gar nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall leide ich sehr mit dem einen Charakter mit. Oder besser gesagt, ich leide mit allen Charakteren mit. Aber es trifft einen Charakter in diesem Buch besonders. Und zwar immer wieder. Und ich finde das so, so traurig, weil ich habe schon öfter gehört, dass man dem Charakter das eben nicht mehr antun soll und ich will ehrlich gesagt nicht genau drauf eingehen. Auf jeden Fall verbinde ich, glaube ich, mit Throne of Glass so viel Schmerz, dass es schon echt heftig ist, wirklich. Also ich kann auch nur noch drüber lächeln, weil es ist einfach so krass. Es sind so viele Plot-Twists, also ich weiß gar nicht, ob es richtige Plot-Twists sind, aber es ist so viel Handlung. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass es ein Happy End geben wird. Obwohl, ich glaube, mit jedem Teil so ein bisschen meine Hoffnung irgendwie stirbt. Aber es ist schon echt heftig. Also was
Sarah J. Maas da geschaffen hat, das ist wirklich krass. Ich habe ehrlich gesagt extrem Angst, mir die nächsten beiden Teile zu nehmen. Es ist noch ein weiter Weg und ich bin wirklich super gespannt. Also einerseits möchte ich jetzt unbedingt sofort den sechsten Band nehmen und lesen. Andererseits wird mir allein bei der Vorstellung, dass ich das jetzt weiterlesen muss, schlecht. Und deswegen glaube ich, lasse ich es erstmal sacken. Ich glaube, ich habe die Sternebewertung noch nicht gesagt, aber logisch, 5 Sterne. Also dieses Buch war genauso heftig, wenn nicht sogar viel, viel heftiger als Band 4. Band 4 hat mich nur irgendwie in so einer Lesephase getroffen, wo ich das, was sie geschrieben hat, wirklich gebraucht habe. Es hat mich so berührt irgendwie alles, die ganzen Charaktere. Und in diesem Band war es halt einfach genauso, nur noch viel ausgeprägter. Ich habe einfach nur sehr lange für das Buch gebraucht und deswegen glaube ich, habe ich nicht so das krasse, starke Gefühl wie Band 4, aber objektiv gesehen ist dieser Band also wirklich von vorne bis hinten ein heftiger Fantasy-Roman, den man einfach irgendwie gefühlt nicht mehr in Worte fassen kann. Also wirklich, wenn ihr High Fantasy sucht, wenn ihr eine lange Reihe haben wollt, wo ihr mit den Charakteren leidet, wo ihr so viele Charaktere irgendwie ins Herz schließt, dann guckt euch Throne of Glass an, wirklich. Die Reihe ist so krass, vor allem ab Band 4 und mit diesem Teil. Ich kann es nicht anders sagen, außer wenn ihr drauf steht, versucht es, lest die Reihe. Vielleicht wird es euch genauso quälen wie mich. Vielleicht langweilt es euch auch, aber ja, für mich ist das echt heftig. Ich werde diesen Lesevlog an dieser Stelle beenden, denn ich habe ihn jetzt einfach schon mehrere Wochen laufen lassen. Es ist sehr viel passiert in den letzten Wochen. Dieses Buch hat mich über eine sehr lange Zeit, fast einen Monat lang jetzt begleitet. Und ich bin jetzt froh, dass ich es beenden kann und mich anderen Büchern widmen kann und auch diesen Vlog abschließen kann. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.